Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Folge Nummer 51 an diesem windigen Sonntag. Ich hoffe, ihr seid bisher alle gut durch den Sturm gekommen. Bei uns war es nicht so schlimm, also Gott sei Dank. Wir haben ja hier nicht ganz so schlimme Stürme wie an der Küste. Wobei wir hier auch schon Tornados hatten, gell? Also so ist nett. Das brauchen wir nicht mehr. Aber es ging, also wir hatten die letzten Tage, natürlich ist es windig, es ist heute auch wieder windig, aber wir hatten irgendwie immer einen Tag Wind, dann war es wieder nicht mehr so schlimm, dann war es wieder einen Tag windig oder stürmisch, dann war es wieder nicht mehr so schlimm, also ein dauerndes Hin und Her. Jetzt heute ist wieder windig, gestern war es richtig schön sonnig, heute kommt es so ein bisschen so raus. Naja, also ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt keine größeren Schäden davongetragen, da muss man ja immer froh sein, dass man keinen Ast irgendwo hinkriegt oder dass das ganze Haus noch steht. Naja, also falls es bei euch heute schlecht Wetter ist oder windig ist, dann schaut gern diese Folge an. Ich zeige euch wieder meine gestrickten Sachen. Herzlich willkommen auch an alle neuen Abonnenten. Es kommen wirklich seit Jahresanfang wahnsinnig viele neue dazu. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt euch heute hier. Oder generell, es gefällt euch hier auf dem Kanal. Also ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe gestrickt, ich habe meine ganze Zeit tatsächlich die letzten Wochen investiert in diesen Lagunen. Einige von euch haben es schon mitbekommen, also der Lagoon ist fertig. Das ist ja der, oder war, muss ich sagen, der Pulli für meinen Arbeitskollegen. Ja, kurze Story, er will ihn nicht haben. Also das ist jetzt das Ende vom Lied, also ich bin jetzt fertig und er möchte ihn nicht. Ist schwierig, also es ist so, ich zeige euch jetzt erstmal, also das ist jetzt der fertige Pullover, da habe ich hier die Ärmel noch fertig gemacht. Ich habe hier an den Ärmeln sehr schnell abgenommen. Also eigentlich wären die ein bisschen langsamer gewesen, aber die sind sehr, sehr breit geworden. Also die waren, sie sind hier oben sehr breit geworden und darum habe ich sie sehr schnell abgenommen. Auf der anderen Seite auch. Und ja, den Körper habe ich unten noch ein Bündchen hingemacht und gut ist. Also der ganze Pullover gestickt im Patentmuster. Es war so, dass ich ihn vor 2 Wochen in der Arbeit gelassen habe, weil wir uns gerade halt einfach nicht oft sehen durch diese ganze Homeoffice-Regelung und habe den Kollegen gesagt, sie sollen ihn geben. Und die haben mir dann einfach ausgerichtet, also er hätte gesagt, er möchte ihn nicht, und weil er würde nicht richtig passen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich finde es komisch, weil wir hatten ihn eine Woche davor noch anprobiert und da war der Körper schon fertig. Also da waren die Ärmel schon zur Hälfte fertig und der Körper, und da hat er halt gepasst. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nichts dazu sagen, aber ich finde es halt... Bei mir selber hat er sich gar nicht gemeldet, ich habe ihn... am Freitag in der Arbeit nochmal getroffen. Er hat mich überhaupt nicht darauf angesprochen. Also das finde ich schon ein bisschen arg schade, weil ich habe jetzt über 30 Strickstunden in diesen Pulli investiert. Eigentlich für nichts. Also für die Zeit hätte ich einfach meine Sachen weiter stricken können. Aber gut, es ist jetzt so. Die Zeit kriege ich nicht zurück. Ich werde den Pulli auftrennen. Ich werde mir eine Jacke draus machen. Das habe ich mir schon ausgesucht. Es gibt bei Drops eine ganz tolle Anleitung. Die heißt irgendwas mit Chocolate. Also wer mal nachschauen möchte, irgendwas mit Chocolate und aus der Drops Alaska. Das ist so eine braune, also dargestellt auf dem Foto ist es eine braune Jacke mit hinten so einem Zopfmuster. Und die gefällt mir ganz gut, weil eigentlich ist es nicht meine Wolle. Also was heißt meine Wolle? Es ist ja die, wie gesagt, diese Drops Alaska in diesem Grün. Erstens ist es nicht meine Farbe. Ich habe mir gestern aber überlegt, sollte mir diese Jacke in diesem Grün nicht fallen, werde ich sie färben. Also es ist ja 100% Wolle, glaube ich zumindest. Das heißt, es lässt sich auch gut färben. Das wäre jetzt meine Alternative. Oder ich lasse ihn grün, vielleicht gefällt es mir ja ganz gut. Das ist ja modern. Also dieses Grün ist ja sehr modern, man sieht es jetzt überall. Vielleicht gefällt es mir ja ganz gut. Ja, und ich habe auch noch einen Haufen frische Knäuel noch. Also vielleicht fange ich erst mit denen an und trenne dann den Pulli auf. Vielleicht bleibt der Pulli dann doch nur übrig. Also mich wundert es, dass er nicht passt, weil ich hatte ihn auf der Puppe. Ich kann euch da gerne auch nochmal das Bild einfügen. Und meine Puppe hat Größe M. Und... das ist genau meine Größe, das heißt, mir passt er auch und dann muss es ihm eigentlich auch passen. Die eine Kollegin hat gemeint, ja, er ist schon recht weit, aber das wollte er ja eigentlich auch so haben. Also er hat gesagt, er will einen weiten Pulli, er will ihn nicht eng anliegend haben, aber ja, ist mir jetzt so schön ein Wissenserkenntnis zugewinnen. Ich werde einfach das auch nicht mehr machen, dass ich für andere stick. Also außerhalb von Socken werde ich das nicht mehr machen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte sowas schon ein bisschen so im Hinterkopf, dass das so laufen wird. Ja, gut. Wie gesagt, es ist eine Erfahrung wert gewesen. Es ist schade um die Zeit, aber man kann es nicht ändern. Ich kann jetzt dem nicht nachtrauen. Also ich werde mir auf jeden Fall da was anderes draus basteln. Und dann schauen wir mal. Also der ist auch richtig schön. Nach dem Waschen ist der richtig, das Grün ist richtig schön rausgekommen. Also das war vorher noch so ein bisschen gedämpfter. Und ich finde, nach dem Waschen ist er nochmal richtig schön geworden. Also es ist halt Wolle, er ist sehr schwer.
er wollte ja einen Pullover haben für draußen, auch zum, also den er draußen anziehen kann, jetzt bei so einem Wetter, wo er praktisch keine Jacke braucht. Und dafür finde ich ihn eigentlich ideal. Aber gut. It is, wie es ist, ne? Also Lagoon von Drops wird zu einer Jacke umgemodelt. Was nicht funktioniert hat, das ist okay für mich, aber das war absehbar relativ schnell. Also er wollte ja einen Stehkragen haben. Und ich hatte erst den Stehkragen geschickt und dann war ihm der aber zu weit oben. Dann habe ich ja die Hälfte von diesem Kragen wieder auftrennt. Und das war dann die Hälfte. Und das Problem war aber, also am Anfang bis hier, wir hatten das dann, da war der Pulli noch nicht mal die Passe ganz, da war das noch ein Stehkragen, aber aufgrund des Gewichts und auf dem, dann wie man die Schultern schickt, ist es nach unten gerutscht. Das heißt, es war jetzt ein normaler Kragen, ja. Gut, aber das konnte ich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein auch noch mal ändern. Das lag am Gewicht vom Pulli. Also das hat sich jetzt ehrlich gesagt erst rauskristallisiert, als ich die Hälfte von diesem Körperverdick hatte. Und dann hätte ich ja den kompletten Pulli nochmal aufmachen müssen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, dieses Patent, also das ist Patent mit Umschlag, das dauert so lange. Also das glaubt kein Mensch. Man denkt, das ist so ein dicker Pulli, den schickt man ganz schnell. Und das, ich habe das selber total unterschätzt. Der braucht wirklich lang mit diesen Umschlägen. Und dann muss man ja wieder, im Prinzip schickt man ja jede Reihe, die man sieht, eigentlich zweimal. Das heißt, es ist doppelt, versteht ihr, was ich meine? Doppelt geschickt, so wie beim tiefer gestochenen Patent. Ja, man sieht diese Reihen erstmal gar nicht. Also ja, es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und auch diese, man muss wahnsinnig aufpassen bei diesen Raglan-Zunahmen, dass die auch wirklich genau in diesem Muster sind, dass das hinhaut. Es war wirklich eine Modsarbeit. Es sieht nicht so aus, aber es ist wirklich, wirklich eine Riesenarbeit gewesen. Und umso schade ist er natürlich, dass er jetzt nicht gefällt. Aber gut. Ich habe das Patent, das gefällt mir tatsächlich doch recht gut. Also auch bei dem Pulli. Normal bin ich ja nicht so ein Patent-Fan, aber da gefällt es mir jetzt echt ganz gut. Naja, also, fertig, wird aufgetrennt. Wäre schön gewesen, wenn er mir das 3 Wochen vorher gesagt hätte, hätte ich nämlich die Ärmel jetzt stricken müssen, weil die musste ich nämlich auch zweimal auftrennen, jeden. Also den ersten habe ich auftrennt, da habe ich dann festgestellt, dass ich die Abnahmen schneller machen muss, weil eben der Ärmel sehr weit war. Und beim zweiten Ärmel habe ich irgendeinen Fehler in den Abnahmen drin gehabt. Ich habe zwar nicht mehr rausgefunden, was, aber da hat es dann so einen Hubbel gegeben. Das hatten wir beim Anprobieren dann auch gesehen. Dann habe ich auch diesen ganzen Ärmel nochmal aufgemacht. Den Ärmel aufzutrennen war nicht so schwer, weil man nicht ganz so viele Maschen hat. Aber generell dieses Patent aufzutrennen macht jetzt nicht so viel Spaß, weil man echt aufpassen muss, dass man diese Umschläge wieder mit auffängt. Und das ist halt, wenn man die damit auffängt, hat man ganz schnell, ist man raus aus dem Muster. So. Dann habe ich eine, wo ist sie denn? Ah, das habe ich dann danach. Ich habe eine kleine Mütze gestrickt im Zuge unserer Knit a Book Challenge. Ich habe euch ja beim letzten Mal dieses Buch Gemeinsame Strickzeit gezeigt und habe gesagt, ich möchte eine Mütze daraus machen und ich habe es gemacht. Also, das ist die Mütze. Gestrickt aus der Lana Grossa Cometa mit so einer Glitzerwolle in Schwarz. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Und da wird so, also man fängt unten an. Und man strickt dann so, so ein Streifenmuster, also ganz einfach. Aber man strickt das hier praktisch inside out. Und wenn man den Umschlag hat, dann strickt man es andersrum, sodass es nach außen, sodass man, wenn man den Umschlag hat, dass das Muster gleich ausschaut. Ja? Also die ist sehr, sehr einfach zu stricken. Ist, wie gesagt, in dem Buch drin. Strickt hoch, nimmt es oben ab und gut ist. Mir ist sie ein ganz kleines bisschen zu weit geworden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt bei Mützen auch fast keine Erfahrung, weil ich ganz selten Mützen stricke. Ich trage Mützen nicht so gern. Also sie schauen schon gut aus, finde ich, aber mir ist halt ganz schnell am Kopf immer zu warm. Oder wenn ich spazieren gehe, dann rutscht mir die Mütze immer mit der Brille. Ist normal nicht so meins. Aber die finde ich jetzt ganz schön. Und dadurch, dass sie ein bisschen, also ich kann sie anziehen. Ich werde innen sowieso, das ist der Plan, so ein Fließband reinnähen. Weil mir die Mützen so, wenn ich jetzt die so aufziehe, die hat ja Löcher. Also das ist ja, man kann ja nie so eng oder selten so eng stricken, dass das nicht durchzieht. Das ist ja normal. Und entweder muss man eine Innenmütze stricken, das wäre auch eine Idee. Aber ich mache meistens so ein Fließband rein. Also die gibt es auch. Ich habe jetzt keins mehr da, ich muss mal gucken. Weil in Schwarz habe ich sowieso keins, wenn dann hätte ich eins in Weiß gehabt, aber da brauche ich ja eins in Schwarz. Die gibt es öfter mal oder so einmal im Jahr beim Aldi. Da gibt es immer so ein Paket, da sind 3 Stück drin und das ist dann immer, wenn es dieses Strickzeug gibt. Und das ist genau die richtige Breite und dann kann man das in Stirnbänder und Mützen kann man das halt reinnähen.
Und das habe ich schon mal gemacht bei einem Stirnband und das ist halt echt ideal. Also dann ist das richtig schön warm und dadurch wird die Mütze auch enger. Also so als Idee mal, wenn euch eine Mütze zu weit geworden ist, einfach so innen so rein, so ein Vlies. Man kann auch selber so ein Vlies nehmen und das sich zuschneiden und da reinnähen. Die Mütze ist angegeben in zwei Größen. Ich habe jetzt die kleinere gestrickt. Ich habe so einen kleinen Kopf. Es glaubt mir mal kein Mensch. Ich habe ja eine neue Brille, falls euch nicht aufgefallen ist. Und das ist ja bei mir immer, also diesmal war es wirklich die dritte Brille. Aber sonst ist es echt immer Drama, weil ich einfach so einen kleinen Kopf habe. Also ich könnte in der Kinderabteilung einkaufen. Ja, und mir sind halt die meisten Brillen, die ist jetzt auch schon wieder an der Grenze, die sind halt entweder hier dann zu weit und die Bügel sind sowieso immer zu lang, die müssen immer gekürzt werden. Also jedes Mal immer die Brillen, die ich will, die sind dann einfach zu groß. Also die stehen mir dann bis hierher oder ja, da stehen einfach schon die Bügel so weit vom Ohr weg, dass ich die gar nicht tragen kann. Drum, also ich habe ja auch mit den Masken, also meine Kollegin sagt immer, was hast du für einen Kopf? Weil jede Maske, die wir in der Arbeit haben, die ist mir fast, die hängt mir unten irgendwie zu groß. Ich brauche schon fast Kindermasken. Also so weit sind wir noch nicht, aber ja, ich brauche immer so spezielle, die einfach ein bisschen kleiner sind, dass die angepasst sind. Und ich mag es schon immer sehr zu haben. Also ich bin keiner, der so die Maske irgendwo unter der Nase trägt, das mag ich nicht. Also wenn, dann muss das alles schön kompakt zu sein. Und so geht es mir eben auch mit den Mützen. Also die hat jetzt, glaube ich, 50er, also die Anleitung hat 50er Kopfumfang, aber aufgrund meiner Wolle, ich habe da jetzt natürlich keine Maschenprobe gestickt. Ja, also wäre jetzt vielleicht nur das Sinn und Zweck gewesen, dann hätte die auch gepasst, aber ich habe mir gedacht, das sehe ich dann schon, wenn man da ein Stück gestickt hat, sieht man ja schon, ob die passt oder nicht. Und obendrauf so ein Bommel, den habe ich, die Wolle und auch den Bommel, da habe ich mehrere, den habe ich bei der Susanne von Stick und Schick in Ottrup-Beuren mitgenommen, schon vor einiger Zeit und das war so Wolle, ich sage jetzt mal so vom Wühltisch, da waren noch so extra Knäuel, da habe ich verschiedene Farben auch mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, sie ist jetzt eher bedingt für Mützen geeignet. Es ist ein bisschen anstrengend, durch diesen Lurex-Faden das zu stricken. Also man muss sehr fest anziehen, sie flutscht nicht so richtig beim Stricken. Aber gut, es geht. Also ich kann euch jetzt gar nicht, ich habe die Banderole nicht da, was das für eine Zusammensetzung war. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hier der Bommel noch mit dabei. Und das ist so ein Bommel, den kann man innen hinknoten. Das finde ich echt super, weil man kann den dann einfach, wenn man die Mütze wegtut oder man will die nicht mehr haben, dann kann man den einfach wieder aufmachen, das Schleifle aufmachen und dann hat man den Bommel übrig, weil die sind ja richtig teuer. Also so ein Bommel, ich glaube, der kostet über 20 Euro. Der ist jetzt übrigens vegetarisch, natürlich, also Echtfell kommt mir nicht auf den Kopf. Aber da steht jetzt keine Firma drauf. Aus Österreich, das ist ja schön. Grüße an die Österreicher, bei euch gibt es Bommel. Aber die sind echt schön. Also ich habe ein paar schöne mitgenommen, weil man muss ja immer gucken, was so passt von der Wolle her. Und den finde ich jetzt echt schön und eben praktisch mit diesem Hinbinden. Ich glaube, viele sind jetzt heute zum Hinbinden. Früher gab es immer welche, meine ersten Bommel, die ich so gekauft habe, die waren mit so einem Druckknopf. Das geht auch. Also dann kann man den Druckknopf wieder, muss man halt aufschneiden und wieder wegmachen. Und man kann es beim Waschen auch wegmachen, das ist wichtig. Also wenn man die Mützen öfter wäscht. Hab übrigens, apropos zum Thema Mütze waschen, ich habe mal einen Freund, der hat mich mal gefragt, weil der hat eine gekaufte Wollmütze, hat er gesagt, ja, eine Waschmaschine, die filzt immer an, obwohl er sie so ganz im Wollwaschprogramm wäscht. Und mir hat mal jemand gesagt, ich weiß aber nur wie, man muss aufpassen, gerade auch bei so Mützen, wenn man die wäscht, bei der Wolle, das Wollwaschprogramm ist meistens 30 Grad und wenn man das im Winter wäscht, dieser Spülgang kommt dann mit dem kalten Wasser von, weil das Wasser ja in den Leitungen kälter ist im Winter, kommt es rein und die Wolle mag diesen großen Temperaturunterschied nicht. Also wenn ihr dieses Problem auch habt, dann dreht einfach mal die Temperatur von eurer Waschmaschine runter. Also die Wolle dann lieber so bei 10, 20 Grad waschen, weil dann ist der Schock praktisch nicht so groß, wenn es von außen reinkommt. Und dann hat man gerade auch bei so kleinen Teilen verfilzt es nicht so. Ich habe jetzt das Problem noch nicht gehabt. Ich habe auch den hier in der Waschmaschine gewaschen und bei 30 Grad. Also bei mir bleibt es immer auf 30 Grad. Das Problem hatte ich noch nicht. Mir ist es jetzt bloß gerade eingefallen, weil der das eben mal gesagt hat mit der Mütze, dass ihm die so ein bisschen anfilzt, was er eigentlich nicht wollte. Es soll ja auch nicht sein. Ich wasche echt alles in der Waschmaschine. Also meine ganzen, egal ob handgefärbt oder alles, was nicht überlebt, ist es nicht wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fange nicht an, die Sachen warm zu waschen. Das ist mir zu, gerade bei den Großteilen, bei den Socken, okay, das lasse ich mir nur eingehen. Aber bei den großen Teilen, und dann musst du sie ausdrücken und dann sind die ja immer nass, weil du kannst sie ja so nicht schleudern. Also, nee. Also das alles Waschmaschine, 30 Grad. Pff,
Das sowieso, das ist ja Industriegarn. Ich weiß gar nicht, Drops, wo die produzieren, weiß ich gar nicht. Aber der ist wirklich schön rauskommen nach dem Waschen. Also das ist ganz anders. Auch das Strickbild ist richtig schön rauskommen. Wahnsinn. So, dann habe ich ja auf Instagram eine Umfrage gemacht, was als nächstes fertig werden sollte. Und da hattet ihr zur Auswahl den The Knights Who Say Knit, den Flower... Oh Gott. Ich und Namen. Also einmal den Glamour aus meinem Adventskalender, das war der Schal, der graue, und den, ihr wisst schon, den mit den gelben Blümchen drauf. Ja, ihr wisst Bescheid. Wie hieß der? Float. Ich hätte immer Flower, weil ich immer an diese Blümchen denke. Und das war sehr eindeutig, also ihr wolltet, dass ich den The Knights Who Say Knit fertig strick. Ich habe ja groß angekündigt, ob ich das noch schaffe dieses Wochenende, habe ich natürlich nicht. Also ich habe das ein bisschen auch falsch eingeschätzt. Ich muss auch ehrlich sagen, mir ist gestern ein bisschen Zeit verloren gegangen. Wir waren gestern Abend nur spazieren und sind an einen Unfall hinkommen, an einen Motorradunfall. Und da war dann Mords Aufregung. Also wir waren gleich als erstes dort. Es ist Gott sei Dank nicht so viel passiert. Also das Knie von dem Motorradfahrer war kaputt. Ja, wir haben dann den Krankenwagen gerufen und alles. Also Gott sei Dank. Aber ja, da stehst du halt dann auch eine Weile rum. Wir wollten nur schnell eine Runde drehen. Und ich sage noch zu meinem Mann, ach komm, lass uns mal in die andere Richtung laufen. Wir laufen immer die gleiche und schon ist passiert. Naja. Sind wir froh, dass nicht mehr passiert ist, Gott sei Dank. Aber danach war die dann natürlich auch, also normalerweise macht mir sowas nichts aus. Also ich kann auch Verletzungen oder so gut sehen, das ist mir wurscht, weil mich ekelt es auch von nichts. Also ich kenne so keinen Ekel. Ganz selten. Also auch so mit Körperflüssigkeiten ist mir völlig egal. Und mich schockt sowas auch nicht. Also das ist komisch. Ich glaube, ich habe das von meiner Mutter, die ist da auch so. Es denk mal so, es ist so, mein Gott, also auch wenn da ein bisschen was raussteht. Also es war jetzt gestern, ja. Empfindliche Gemüter, die haben da, glaube ich, echt Schwierigkeiten damit, aber mich hat das auch nicht so, ich habe mir dann gedacht, gut, dem ging es gut, wir konnten den ansprechen und Krankenwagen kommen, also ich meine, mein Knie wird da jetzt halt, ich denke, dass das operiert wird oder was, aber es ist ja Gott sei Dank mehr passiert, ja. Und wir sind aber dann heim und ich habe dann ganz arg Kopfweh gekriegt, also obwohl mir das jetzt so innerlich nicht so viel ausgemacht hat, aber einfach, ja, das ist wahrscheinlich die Aufregung. Und ich konnte mich dann abends nicht mehr so konzentrieren auf das Stricken. Ich wollte eigentlich dann eben den Schal weiter stricken, aber das sind ja Muster. Und da habe ich mir gedacht, nee, das packe ich heute nicht. Also das, ich habe dann wieder den Glamour rausgeholt, wo ich einfach nur so stupide einfach nur rechts vor mich hinstricken muss. Und das ging dann. Also es ist komisch, gell? Also obwohl man meint, ja, das tangiert mich nicht so, aber so ist es im Leben. Und darum bin ich da auch, dann habe ich dann nicht mehr viel gerissen jetzt am Wochenende. Aber... Also ich habe jetzt ja Teil 1 fertig. Habe ich euch das schon gezeigt? Weiß ich nicht. Du müsst es zweimal angucken. Also, der der Schal wird in zwei Teilen gestrickt. Und zwar, das ist jetzt Teil 1. Das ist fertig. Das habe ich jetzt hier auch schon auf diesen Gummidings da genommen. Weil, also man strickt jetzt das Teil nochmal. Wobei das nicht ganz gleich ist. Also es sind die gleichen Muster, sie werden ein bisschen anders angeordnet und von den Farben her wird es ja anders gemacht. Man hat ja ganz viele Farben. Hauptfarbe ist bei mir dieses Puderrosa und zwar ist es die Cool Wool Kashmir, falls euch das interessiert. Die ist ja ein bisschen dicker. Das ist bei mir die Main Color, wie es in der Anleitung heißt. Und dann hat man ja, ich glaube, fünf oder sechs Kontrastfarben. Kann man auch mit weniger stricken. In der Anleitung ist es auch angegeben, wenn man mit weniger Farben strickt, wie dann die Farbwechsel sind. Also da kann man sich komplett austoben. Ihr seht es ja, man könnte jetzt hier auch immer die gleiche Farbe nehmen. Dann hat man den ganzen Schal halt ein bisschen ruhiger. Und, oder eben so wie ich habe jetzt ganz viele verschiedene, alles in diesen rosa, Flieder, lila Tönen genommen, sodass es ein bisschen harmoniert. Und der ist, wie gesagt, also man fängt hier unten an. Dann wird zugenommen, bis man dann die Maschenzahl erreicht hat und dann schickt man hier verschiedene Muster. Und das Tolle bei dem Schal ist, dass das halt einfach, also diese Musterstreifen, dass die relativ kurz sind. Das heißt, es wird einem nicht langweilig und wenn man mal echt ein blödes Muster hat, also das ist echt ein doofes Muster, das sieht nicht so aus, aber das ist wirklich anstrengend zu stricken, weil man muss immer drei Maschen links verschränkt zusammenstricken und also ich bringe mir da die Finger. Pff. Also das... Ich weiß gar nicht, waren das die heiligen Handgranaten? Also der Schal ist ja von, es soll ja die Stationen von Ritter der Kokosnuss von dem Film von Monty Python darstellen. Und es ist dann immer erzählt, was das eben für eine Station ist. Ich glaube, das waren die heiligen Handgranaten, das ist nichts für mich.
Ja, und so stickt man sich da schön durch. Und es ist wirklich kurzweilig, weil man denkt immer, ah, jetzt das Muster, und dann ist man aber schon fertig und kann dann das nächste anfangen. Und das ist wirklich immer so ein bisschen Anspruch und Erholung, Anspruch und Erholung. Und das macht richtig, richtig Spaß bei dem Schal. Und jetzt habe ich das zweite Teil angefangen, das zeige ich euch jetzt. Also das wird jetzt hier stillgelegt und dann stickt man die andere Seite. Ich bin total verheddert. Auf jeden Fall hier ist jetzt, soweit ist jetzt die andere Seite. Moment, ich zeige sie auch quer. So, also da hat man auch hier angefangen an dem kleinen. Und ihr seht schon, es sind die gleichen Muster, aber sie sind ein bisschen anders angeordnet. Wenn ihr die jetzt nebeneinander halten wird, kommt das auf der anderen Seite weiter oben zum Beispiel. Und die Farbwechsel sind ein bisschen anders. Also man hat hier bei dem Muster habe ich zum Beispiel auf der anderen Seite eine andere Kontrastfarbe. Ja? Das wird hier so gemacht. Und das macht es dann auch wieder kurzweilig, weil man muss nicht zweimal genau das gleiche stricken, sondern es ist wieder ein bisschen anders. Und in der Mitte wird das Ganze dann zusammengenommen. Und dann muss ja, weil das ja so eine Dreiecksform, also dann muss man, oben und unten wird es dann nur, ich sag mal, aufgefüllt. Das ist dann der Heilige Gral. Also die suchen ja beim Ritter der Kokosnuss, die suchen ja immer einen Heiligen Gral. Das sind ja die Ritter der Tafelrunde. Und am Schluss hat man dann den Heiligen Gral in der Mitte. Da muss ich mal nur schauen, wie ich das mache, weil ich jetzt auf den Fotos gesehen habe, da werden dann, glaube ich, echt alle Farben nochmal benutzt, ob mir das auch so gefällt. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal schauen, ob ich das eventuell nur ein bisschen ruhiger auffülle oder ob ich es wirklich mache wie im Original. Es fehlt jetzt gar nicht mehr so viel. Also es sind jetzt, glaube ich, nur 4 oder 5 Muster, die noch fehlen und dann wird zusammengenommen. Also ich denke, beim nächsten Video müsste ich ihn endlich geschafft haben. Da war ich aber jetzt echt fleißig. Also ich habe jetzt am Wochenende wirklich. Ja, doch einige Muster geschafft. Also das ist übrigens das Killerkaninchen, wenn es interessiert, wer den Film kennt. Und da habe ich auch nochmal Handgranaten. Also das hier ist irgendwie das Gebüsch. Die einen Ritter wollen immer ein Gebüsch. Das ist das hier. Ja, und bei den anderen muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht mehr mitkommen, weil die ganze Anleitung ist ja auf Englisch. Und die englischen Szenen, die heißen ein bisschen anders als im Deutschen. Also ist ja, der Witz muss ja auch ein bisschen anders sein. Ja. Aber soweit ist er jetzt. Also der wird richtig cool. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihn behalte. Ich muss jetzt mal schauen. Also ich weiß nicht, ob es mir nicht zu so viel Schal ist. Er ist schon sehr breit. Also man kann es, glaube ich, sehr viel rumwickeln. Mal gucken. Ich habe die Woche auch einen Schal verschenkt an die Kollegin. Oder vor 2 Wochen, genau. Das war meine Knitzone. Die habe ich verschenkt. Die hatte ich in der Arbeit an. Und ich mag das Tuch schon, aber ich bin mit den Farben irgendwie nicht warm geworden. Also es war irgendwie nicht meins. Und meine Kollegin hat dann gesagt, ach, die ist so schön, die ist so schön. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich schenke sie Ihnen. Weil das, ja, das habe ich mir in der Früh, habe ich mir gedacht, also irgendwie, es ist schade, ich trage es nicht so oft, weil es von den Farben her einfach nicht so gut bei mir passt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann kriegt sie den jetzt. Und die hat sich wahnsinnig gefreut, die stickt selber. Und da ist es natürlich was anderes. Also die weiß natürlich, was das wert ist und was da für ein Wert dahinter ist. Und ich glaube, sie hat sich da echt gefreut drüber. Genau. Und so weiß ich jetzt noch nicht, ob bei dem Schal, muss mal gucken, ich habe vielleicht schon jemanden in Aussicht, der den schön finden könnte. Oder ich behalte es selber. Mal schauen. Ich brauche da immer eine Weile, so bis ich mich so von meinen Sticksachen verabschieden kann. Also ich kann immer nicht gleich sagen, ah, das verschenke ich. Weil dann habe ich keine Lust mehr, das zu stricken, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich komplett verheddert. Naja. Und wenn ich das dann eine Weile liegen habe und dann auch merke, dass ich das eigentlich nicht anziehe, dann bin ich soweit. Ja, jetzt war. Dann bin ich soweit, das herzugeben. Man muss halt ein bisschen, man braucht ein bisschen, bis man sich von seinen Babys trennen kann. Also, dann habe ich habe mich echt zusammengerissen. Ich habe wirklich nichts Neues. Ich habe nichts weiteres Neues eingeschlagen, außer ein Teil. Das möchte ich jetzt damit sagen. Und zwar hat die Janni von Strickel die Straggel die Struck einen Karl ausgerufen. Ich glaube, wir haben am 10. Februar gestartet. Und zwar den Poet oder Poet von Sari Nordlund. Jetzt habe ich leider dieses Bild weggeschmissen, gescheiterweise, bevor ich das Video gemacht habe. Aber schaut mal nach, Poet von Sari Nordlund, der war mal, ich glaube, in so einem Lane-Magazin oder so drin, aber gibt es jetzt auch auf Ravelry die Anleitung. Das ist ein Pulli, der, ja, also so lauter so Rauten hat, so Rautenmuster ist der gestrickt. Und den haben wir in so einer kleinen WhatsApp-Gruppe, haben wir das jetzt angefangen. Und das ist hier mein kleiner Baby-Anfang. Also so schaut der aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon Muster erkennen könnt. Also das ist hier,
hier kann man es, das waren so Rauten, innen mit so einem rechts, also immer so rechts, links. Also das Muster ist wahnsinnig einfach. Also dieser Pullover, glaube ich, ist wirklich, wirklich einfach. Der ist, man muss da nicht so viel, also man muss nicht viel überlegen, das ist ein bisschen rechts, links, ein bisschen zusammennehmen und haben ja eigentlich alle gesagt. Also es ist immer Wahnsinn, wenn man meint, es ist so ein Pulli und denkt sich, oh Gott, der ist so kompliziert und Ding. Und dann schickt man den und denkt sich, ja, das ist ja wirklich einfach. Also man muss sich jetzt nicht wahnsinnig konzentrieren. Man muss natürlich nach dem Chart immer gucken, wo bin ich denn, welche Reihe. Das natürlich schon. Aber es ist wirklich gut zum Stricken. Und wie gesagt, ihr seht jetzt noch nicht viel, aber ich habe mal angefangen. Und ich wollte euch auch die Wolle zeigen. Ich habe mich jetzt hier von, zu so einem, ja, für so ein Jeansblau entschieden. Und zwar ist es von der Melinda von Samlin Dyeworks. Das ist ihre Classic Socks. Classic Sock Qualität. Und das ist wirklich, wirklich toll. Ich habe das, ich glaube, bei der letzten Bestellung habe ich das mitgenommen. Das ist die Farbe Russian Blue. Und Qualität ist Virgin Wool Merino als Superwash 75% und 25% Nylon. Und das ist wirklich, das gibt so ein strömendes Strickbild. Das ist bei mir ja immer sehr wichtig, dadurch, dass ich sehr locker stricke, brauche ich immer, also das, ich merke das sofort bei einer Wolle, ob das ein schönes Strickbild gibt oder nicht. Und das ist wirklich auch wieder so eine, die gibt wirklich ein tolles Strickbild bei mir. Also ich bin ganz begeistert. Ich habe jetzt hier Nadelstärke 3,5 und da wird der ganze Pulli auch dann durchgestrickt. Das ist jetzt hier ja die oben, also wird von oben nach unten gestrickt mit Raglanzunahmen. Und das Bündchen, da ist oben ein Bündchen, das wird nachträglich angestrickt. Das habe ich auch schnell geschnallt. Ich weiß zwar nicht warum, fällt mir jetzt gerade so ein, weil man fängt hier gleich mit dem Muster an. Also gleich mit der zweiten Reihe fängt man mit dem Muster an. Man hätte eigentlich auch das Bündchen erst stricken können und dann. Keine Ahnung, warum das so ist. Wahrscheinlich, dass der Ausschnitt dann nochmal verkleinert wird. Ich, keine Ahnung, weiß nicht, was sich die Designerin dabei dachte. Ah, man strickt erst offen, wahrscheinlich deshalb. Also man strickt erst offen. Und ihr seht ja, also das ist, also hinten ist höher und dann nimmt man nochmal Maschen auf und schließt dann zur Runde. Deshalb wahrscheinlich. Darum hat man dann hat man hier gleich ja, so einen Effekt wie bei verkürzten Reihen, dass die eine Seite höher ist als die andere. Also hier sieht man es, das ist weniger und hier haben wir mehr. Deshalb ist wahrscheinlich das Bündchen wird nachträglich angestickt. Ja, also Russian Blue, ich wollte sowas im, also der Pulli, den muss man fast einfarbig schicken, glaube ich. Also wenn man da jetzt so ein gemustertes Garn oder so genommen hätte, hätte ich auch noch viele gehabt. Gefällt mir ja immer. Aber das wäre, glaube ich, zu aufregend geworden, weil das Muster schon sehr, man sieht schon sehr viel Muster, das will ich damit sagen. Und einfach so, das Blau hat mich jetzt mal angemacht. Dieses Jeansblau, das ist wirklich, wirklich schön. Ist auch sehr schön weich. Ich hoffe, mir reicht das Garn. Mal wieder. Ich stricke jetzt hier die, ich glaube es ist Größe, also es ist Größe M. Ja, also vom Brustumfang her habe ich jetzt hier mal wieder eine M angeschlagen. Pullis ist ja immer so eine Sache. Cardigans habe ich schon mal gesagt, das ist übrigens mein Longline-Cardigan. Den habe ich in Größe L gestickt, weil der darf ruhig, also die dürfen ja vorne auch gerne ein bisschen so überlappen. Und bei Pullovern reicht mir immer noch die M. Gott sei Dank. So, also das habe ich als einziges neu angeschlagen. Die anderen sind schon wieder viel weiter. Aber, wie gesagt, ich habe meine ganze Zeit auf diesen Lagoon gesetzt, der wirklich nur eine Zeit lang dauert hat, man glaubt es nicht. Und dann habe ich nur so die kleinen Sachen. Als nächstes wird jetzt der Schal fertig, den möchte ich jetzt fertig machen. Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen, weil ich habe mich tatsächlich dieses Jahr für die Sock Madness angemeldet. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ihr da irgendwas darüber wissen wollt, die Annette von den Nerdnets ist da der absolute Profi, die hat da schon ein paar Mal mitgemacht. Die weiß da wirklich auch Bescheid und gibt uns dann immer Tipps und sagt uns, was wir machen müssen. Und das ist wirklich, wirklich super, weil ich kenne mich da nicht aus. Also ich habe mich da wirklich jetzt völlig frei mal angemeldet, habe mir gedacht, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber ich möchte dann, die startet ja irgendwann Anfang März, glaube ich. Ich möchte jetzt wirklich schauen, dass ich dann die alten Sachen so weit ein bisschen wegbringe, dass ich da zumindest so 1, 2, 3, 4, 5 Runden überlebe. Also ich hoffe es. Ich hab mal gesagt, ich mache so lange mit, bis irgendwas mit Perlen kommt, weil da habe ich keine Lust drauf. Jetzt habe ich aber irgendwie gelesen, dass, glaube ich, schon das zweite Sockenmuster mit Perlen ist. Und dann dachte, oh Gott, da komme ich ja nicht weit. Weil die ersten zwei Runden sind, glaube ich, diese Qualifizierungsrunden. Ja, also die sollte ich dann vielleicht schon überstehen. Und dann schaue ich mal, also ob ich da nur Lust habe. Also ich muss echt, wenn mir das dann keinen Spaß macht oder ich keine Lust habe, da weiterzumachen, dann
Ich schau mal. Also ich glaube, ich finde es mal ganz witzig und ich habe mich eigentlich deshalb angemeldet, weil ich jetzt die letzte Zeit einfach nicht zum Sockensticken gekommen bin und das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe ja so viel Sockenwolle und ich bin einfach nicht dazu gekommen, weil mit den ganzen Schals und Dingen, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie auch keinen Nerv gehabt, welche anzuschlagen und da habe ich mir gedacht, komm, um dieses Mojo jetzt mal ein bisschen wieder zu erwecken, mache ich jetzt bei der Sock Madness mit. Wahrscheinlich hänge ich dann schon nach 2 Tagen hänge ich dann schon in den Seilen und sage, nee, nie wieder. Aber naja, man muss ja immer seinen Horizont erweitern oder was Neues mitmachen, also probiere ich das aus. Ich werde berichten. Ob ihr mich dann überhaupt noch seht, wahrscheinlich kann ich nicht mal mehr Videos machen, weil ich bloß nur im Sockenfieber bin. Naja, mal schauen. Also, das war's jetzt für heute. Wie gesagt, ich mache jetzt meinen Fokus wieder auf meine eigenen Sachen. Ist auch, ja, ich habe ja noch diese Schals und ich habe ja auch immer noch diese bunte Jacke, die ich weitermachen will. Und ich bin immer noch gut so im Fokus, so dass ich nicht so wepsig bin, dass ich jetzt unbedingt was Neues anschlagen muss. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich mir denke, ich brauche jetzt was Neues, ich kann die alten Sachen nicht mehr sticken. Und momentan bin ich wirklich nur so, dass ich sage, okay, nein, erst die alten, erst die alten, erst die alten. Und das muss ich doch beibehalten, wirklich so lang. Mal gucken, wie lange das anhält. Das kann beim nächsten Video schon wieder ganz anders sein. Dann komme ich da mit 5 neuen Sachen daher und dann sagt sie, mein Gott, was die immer redet, hey. Ganz ehrlich, naja. So, jetzt rede ich nicht mehr so viel. Ich habe unter dem letzten Video hat jemand geschrieben, dass es ihm hier zu viel Gequassel ist. Ja, Hanni, aber dann guck halt nicht. Also es tut mir leid, wenn es dir zu viel Gerede ist, aber mein Gott, es ist so. Es ist ein Podcast, ich kann mich ja jetzt nicht schweigend vor diese Kamera setzen. Es tut mir leid. Also wer Schweigevideos anschauen will, es gibt auch Leute, die lecken einfach nur über ihr Mikrofon drüber und verdienen da Millionen damit. Also, das ist halt nicht meins. Also irgendwie, ich muss ja irgendwas sagen. Ich kann mich jetzt hier nicht still hinsetzen. Also, es zwingt euch ja auch keiner, mich anzuschauen. Also es gibt ja zig Podcaster, dann, also wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es halt bitte jemand anderen. Gell? Also ich kann nichts dafür. Ich möchte es nur noch einmal gesagt haben, weil, also, ich weiß manchmal nicht, was manche Leute halt dann erwarten. Also, was soll ich denn? Soll ich euch einfach nichts erzählen? Tut mir leid. Naja. Also ich hoffe, dass es euch, wenn ihr heute zugeschaut habt, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Oder ein Abo, auch immer gern. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, dann ihr seid frei. Das Internet ist frei. Ihr könnt angucken, was ihr wollt. Oh Gott, ja. Also ich bin ja froh. Ich habe normal, mit solchen Kommentaren komme ich ja klar. Ich habe ja keine so Hasspostings oder so. Also muss man ja echt dankbar sein heute, weil es gibt ja wirklich schlimme Sachen auch. Aber ja. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, noch einen schönen Sonntag. Nicht zu viel Sturm. Es soll ja jetzt langsam besser werden. 2 Tage noch oder so, dann soll es, glaube ich, besser werden. Es ist Wetter nett generell, aber der Sturm soll besser werden. Aber es soll ja trotzdem scheiße bleiben. Aber also bei uns zumindest mit Regen und was weiß ich was alles. Aber der Frühling naht. Also meine Maiglöckchen sind schon da, der Frühling naht. Die Haselblüte, die Bienchen fliegen aus. Also es kann nicht mehr lang dauern. Und es sind ja doch ein paar Lockerungen jetzt in Sicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Man kann ja selber auch vorsichtig sein, aber ich finde, es geht ein bisschen aufwärts. Da kann man sich doch jetzt freuen. Und freut sich drauf. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche oder schöne Wochen. Und wir sehen uns spätestens in 3 Wochen beim nächsten Video. Macht es gut. Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.